Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren buggige Folge Ghost Hunters Corp. Ja, beim letzten Mal ist das Spiel abgestürzt, das dann auch gleichzeitig auch die Folge beendet hatte. Was natürlich echt schade ist, aber darauf hast du keinen Einfluss. So, was machen wir? Machen wir Deutschland? Nein. Frankreich waren wir beim letzten Mal, das ist abgestürzt. Also das ist ein schlechtes Omen, sehr schlecht. Schade, dass er mich nicht draufstellt. Ne? USA verlassen Haus oder gehen wir wieder auf unseren Lieblingsfriedhof? Ich glaube, Belgien. Das Fort mag ich nicht so gerne in Belgien. Das ist zu lang. Komm, aber Friedhof. Ah, komm. Genau, wir gehen auf den Friedhof. Dinge nochmal kaufen. Checken nochmal. Was könnte ich gut gebrauchen? Wenn man das verschießt, ich glaube, ehrlich. So, kaufen. Zwei, sehr gut. Und dann Salz, falls man sich verschmeißt. Kaufen. Ja. Upsi, pupsi. So, im Lager haben wir es versteckt. Muss man sich immer jede Folge neu kaufen? Man kriegt ja nicht immer wieder neues Geld, ne? Weihwasser, da hätte ich gerne mehr davon gekauft. Wegen, na, ihr wisst schon. So. Ich habe jetzt ganz vergessen, welche Karte haben wir jetzt genommen? Ich glaube, Friedhof, ne? So, los geht's. Ja, und wir fahren überall hin mit unserem Wohnmobil. So, checken wir mal, das ist aber immer dasselbe, ne? Signal, EMF. Temperatur, leider können wir immer noch keine Temperatur messen, da müssen wir echt flotter rangehen. Taschenlampen mitnehmen. Mitnehmen, diesmal auch anmachen. Kamera. Augenblick, ich hole meine Kamera. So, Tür auf. So, einmal Tür auf. Sie hat ja mal ein schnelles Ende bei mir genommen auf dem Friedhof. Nee, einmal konnten wir, glaube ich, entkommen, ne? Die meisten Geister, die wir hatten, waren Wiedergänger und Schatten. Ah, da war ja was mit der... Brauchte man nicht unbedingt, weil das war mehr blendend und im Weg, dieses Dings. Gut, dann lass uns mal loslegen. Wir gehen immer wieder zur Gruft da vorne hin. Hat das immer gut geholfen. Manchmal gibt ihr Geister ja auch ein Geräusch von euch. Ich hab... Ja, wie gesagt, der Retro hatte geschrieben gehabt, man kann auch ohne dieses Geisterradio hören die Geister tatsächlich auf dich. Was ich ziemlich nice finde, oder? Ich finde, diese Statue sieht einfach gruselig aus, weil was so ultra beleuchtet ist. Diesmal sind es drei Totenköpfe. Mal gucken, was ein Poltergeist ist. Dann stört ihn das! Dann stört ihn auch das! Dann stört ihn auch das! Okay. Das mag er nicht. Sollte es ein Poltergeist sein. Man soll die Dinge immer unordentlich machen. Wir hören Ketten rasseln oder sowas, ne? Ich glaube, der Friedhof ist schon exorziert. Was ist denn da oben? Warte mal, da oben habe ich was gesehen. Ja, auf diese... Upsi. Auf dieser Grabgeschichte. Da oben habe ich jemand gesehen gerade. Meint was Grünes. Kann mich auch täuschen. Sah nach Wiedergänger aus. Weil er drauf lag. Dann schmeißt er das wieder zurück. Pass mal auf. Wo ist der Geist, der hier auf dem Friedhof in die Ecken scheißt? Da di da di da da. Hast du hier einen Geist gesehen? Kannst du den Geist verstehen? Ich mach Unordnung. Ich bin hier, glaube ich, der größte Poltergeist hier auf dem Friedhof. Da denke ich mir nichts bei, wenn das hier Rotterdam macht. Aber wieder so ein schüchterner Geist, was? Wir müssen...
Das ist in der Nähe hier. Das Quietschen. Alter, diese Berge hier einfach. Unglaublich, oder? Würde sich von hier so angefühlt gehört haben. Hier, auch das Rasseln. Ja. Da ist er. Grün. Drei. Okay, abbauen. Boah, kriege ich eine Gänsehaut. Du. Und der immer noch in der? Der hat sich ja schon richtig angekündigt, ne? Grüner Geist. Ich würde mal behaupten. Ach so. Kamera habe ich ganz vergessen. Scheißdreck eben. Der kommt dann, wann er will, aber kam da um die Ecken gelaufen. Wir machen mal die Kamera hier so hin. Ja. Nochmal schnell die Kamera anschmeißen. Oh ja, ist ja gut. Also Geistjäger sind nicht sportlich, ne? Dabei laufen die ja so viel, ne? Das Problem ist, mache ich einen auf Nachtsicht, sind sie alle auf Nachtsicht, ne? Ja, guck mal, da lief er direkt vor der Kamera. Dort läuft er. Der geht spazieren. Das ist ein Spaziergegeist. Hier, mal auf, du hast gefilmt. Was? Da hinten ist er doch noch. Okay. Einmal eintragen, Büchlein. Geisterwiki. Geisteranalyse haben wir noch nicht. Wir haben keine Geräusche. Magnetisches Feld haben wir drei. Jetzt gehen wir mit dem Geisteranalysegerät hier mal ran. Und mit den Kameraden. Grün. Dämonen. Vielleicht? Aber Dämon soll ja sehr kommunikativ sein, ne? Hier hat sich da was erhöht gerade eben. Temperatur liegt bei 0 und über 12. Gut. Aber das schon mal. Signal. Also hier war er definitiv gerade, weil er hat das andere OCC-Gerät hat ja angezeigt. Er ging... Hier spazieren. Ich mache diese Rasenschritte nicht. Wenn man den Geist einmal gesehen hat, dann weiß man, dass es ihn gibt und will man auch nicht mehr, dass der irgendwie da ist. Da ist er. Komm, zeig ihn auf. Halt. Oh. Mann, wir waren in den Geist doch schon drinne fast, Alter. Ehrlich. Und der zeichnet hier null. Oh Gott, der duckt sich. Ist das ein hässlicher Vogel? Warum macht der so eine Spackungen? Nee. Mann, du hast ihn auch gefilmt. Jetzt, warum? Ja. Wow. Achso, ich wollte gerade sagen. Der ist doch wohl nicht hier. Ups. Ja. Piepgerät nochmal und nimm mal das Radio-Ding mit. Achso, warte mal eben. Doch, das Analysegerät finde ich schon irgendwie wichtig. Geist, kannst du mit mir sprechen? Geist, ich bin hier, um dich zu exorzieren. Alter, der steht genau vor uns. Und das Analysegerät findet hier einfach nichts, ne? Geist, ich bin dein Vater. Geist, ich hol mal mein Buch und dann schreibst du. Oder Geist, kannst du dich einfach nochmal zeigen? Hier vor dieser Kamera, Geist. Ach, wie nett. Du hörst sogar drauf. Geist, sprich mit uns.
Geist, warum krabbelst du auf einmal? Geist, kannst du dich nochmal zeigen? Warte mal, ich gehe mal kurz mit der Kamera weg. So, Geist, zeig dich mir. Geist, zeig dich uns. Ich bin hier, um dich zu exorzieren, Geist. Ja. Hält er nicht viel von. Er sagt auch so, ja, ja, du mich auch. Dann exorzier doch mal, sagt er. Hier stand davon. Geist, zeig dich uns. Beweise deine Existenz. Geist. Naja. So, wir haben einen grünen Geist. Geist? Ah, guck mal, Geist, das ist Breakdance, richtig, Geist? Geist, rede mit uns. Sprich mit mir, Geist. Das Analysegerät ist hier gerade voll Arsch, ne? Das zeichnet hier null was auf. Und wir rennen ihm mal hinterher. Wir stalken ihn jetzt. Ich hole mein Buch. Geist, bist du ein lieber Geist? Dieses Analysegerät ist Kinderkacke. Oh, da hinten ist er. Was macht er denn da? Oh, er will uns. Ah! Geh weg! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Immer, wenn er da so gegenbumst, ne? Digga, Geist, du bist ein Arschloch. Das musste mal gesagt werden. Das Buch wollte ich mir schnappen. Nochmal das Ding. Aber er mittlerweile muss er den auch mal gefilmt haben, was? Guck mal, der ist doch hier vorne. Was ist mit der Kamera denn los? Hier, vielleicht kann er ihn nicht erkennen. Vielleicht kann er ihn nur so erkennen. Totaler Blödsinn, wa? Ich drop mal eben die Taschenlampe. Die hat sowieso keinen Nutzen. Geist, kannst du in mein Buch reinschreiben? Geist! Schreibe in mein Buch. Geist, kannst du irgendwas in mein Buch reinmalen? Ach komm schon, Geist, irgendwas müssen wir schon von dir haben, damit wir dein Leben aushauchen können, hier hätte ich beinahe gesagt. Damit du endlich exorziert werden kannst. Geist, ich bin hier, um dich zu exorzieren. Ich will dir nichts vormachen. Also mach uns das beide ziemlich einfach. Schreib mir mein verficktes Buch rein und dann ist gut. Und lass dich von meinem Geisteranalysegerät analysieren. Okay, I think you can understand the German language. Geist. Ghost. What's your name? Ghost, can you writing in my book? Please. Geist. Ah nein, Ghost, I'm here to kill you. Again. I think you are green. Red, gold and green. Ghost? What is your name? Ghost? I'm friendly. Ghost, I'm very friendly. Here, there are you. Ghost, can you write in my book, please? I'm a big fan. Geist, schreib in mein Buch. Geist, nicht bumsen. Schreib in mein Buch. Geist, schreib in mein Buch. Geist, schreib in mein Buch. Okay, ich geh. Oh, Alter, der ist aber auch schnell und flott unterwegs, Alter. Also, er ist nicht kommunikativ. Okay, schneid scheiß Ding weg.
Was machen wir jetzt? Also, aber er wird doch gefilmt, komm schon. Er will nicht schreiben, er will nicht reden, er macht gar nichts einfach, ne? Wir werden aus denen nicht schlau. Geisteranalyse, vielleicht müssen wir es nochmal mit Geisteranalyse. Keine Geräusche, kein gar nichts, ne? Ich denke mal, das ist ein Dämon. Ja, aber er lacht ja nicht. Er macht ja gar nichts. Keine Geräusche, kein Gekritzel und keine Geistanalyse. Ey, der ist total kompliziert. Wieder so einer, der es nötig hat, weißt du? Ah, jetzt haben wir ihn auch gefilmt. Ist das nicht was? Die Temperatur können wir einfach nicht messen, wenn wir dieses Gerät noch nicht haben. Wow, Geist fährt starke Autos. Ja, mehr bleibt ja auch nicht, ne? Also, das. Warte mal, lass uns das Buch hinlegen nochmal. Wo ist das Buch jetzt auf einmal hin? Da. Manchmal machen die auch so etwas, wenn das Buch auf dem Fußboden liegt, ne? Dann fangen die anderen rumzukritzeln, ne? So. Habe ich noch irgendwas Cooles dabei? Wie gesagt, wir sind jetzt schon mal hinterhergelaufen mit dem Analysegerät. Das Analysegerät ist einfach schon für den Arsch, wenn das hier nichts aufzeichnet. Oder vielleicht ist es ja einfach kein Geist. Vielleicht wie bei Scooby-Doo einfach nur ein versteckter Geist im Neonanzug. Hier ein versteckter Verbrecher im Neonanzug. So ein verkleideter Verbrecher oder so. Es gibt viel zu tun, Scooby-Doo. Oder war andersrum, ne? Scooby-Doo, es gibt jetzt irgendwie so war das, ne? Er hängt hier gerne ab? Warte mal, hier hängt er tatsächlich gerne ab, ne? Unordnung anstellen hier? Jo. Upp. Alles, das hätte alles besser laufen können zwischen uns. Aber du möchtest ja dich hier nicht irgendwie bemerkbar machen. Doch, macht er sich ja schon. Aber, ja, oder die Geräte sind einfach kacke. Kann natürlich auch sein. Na, 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 na. Kreuz und Dings, das ist natürlich nicht schlecht. Das will ich gleich gerne mit schlagen. Nur mit Kreuz von die. Okay, ja. Tom G, du übertreibst. Nee. Jetzt taucht er gar nicht mehr auf. Wenn ich jetzt hier einfach stehe und warte, dann kommt er, was? Ich habe vielleicht mal eine Idee, damit ich dich mal sehe. Okay. Vielleicht das Buch da zu diesen Dings, wo er mal abhängt, mehr hinzumachen. Ich meine, er jagt uns ja nicht explizit, oder? Doch, manchmal kommt er schon ins Gehen gelaufen mit seinen Armen ausgestreckt und will uns abgrapschen. Aber vielleicht wäre das hier der richtige Ort, das vielleicht mehr hier hinzustellen. Weil hier hängt er ja nun wirklich gerne rum. Da ist er ja. Hallo, Herr Geist. Ja. Es ist nicht... Dieses Analysegerät, ne? Es funktioniert nicht richtig. Mein Gott, wieso? Oh Gott, er kommt uns immer noch hinterher. Oh mein Gott, ist der schnell. Jetzt kriecht er auf einmal. Aber Wiedergänger... Es gibt nur Wiedergänger, die nicht in der Lage sind zu stehen, ne? Kinder ist es auch nicht. Poltergeist, Kategorie, der Schatten, bla, ist es nicht. Der Wiedergänger hängt nur schließlich der Welt. Leicht daran zu erkennen, dass sie aufgrund des fehlenden Energien nicht aufstehen können. Und dieser Geist steht ja definitiv, deswegen würde ich aber mal Dämon sagen. Aber haben wir noch irgendwie... Benutzen die Salzkristalle in der Salzschlitz oder werfen sie ihn direkt? Sie können Kristalle auf den Geist werfen oder auf den Boden legen, sodass der Geist über ihn rüberläuft. Reduzieren sie aus dem Buch mehrmals ohne Unterbrechung.
Meinst du, das reicht schon, diese Info? Oder. Weil dieses Geistanalysegerät, das funktioniert hier null irgendwie. Okay. Haben wir noch irgendwas anderes? Wo habe ich mein Kreuz? Was ist das denn jetzt für ein Geräusch? Hat er vielleicht mal ins Buch gemalt jetzt hier, oder? Damit wir mehr Anhaltspunkte von ihm kriegen. Aber wie gesagt, der hängt hier links und rechts immer gerne ab. Aber rein schreiben ist nicht so seine Welt, ne? Vielleicht kann er ja gar nicht schreiben. Wir legen das einfach mal dahin. So. Ja. Da ist er doch. Warte mal. Man sieht es ja dann, wenn er darauf reagiert, ne? Tauch auf. Wo ist er denn jetzt hin? Ich finde das aus dem Buch lesen, da habe ich noch nie Ergebnisse mit erzielt. Da konnte ich noch nie irgendwie sagen, hey, du bist voll kacke. Und verschwinde jetzt von... Alter, voll klappern, ne? So als würde jemand mit Kochtöpfe rumspielen. So klappert das hier gerade heftig, ey. Gibt's auf dem Friedhof Kochtöpfe? Ich mag gar nicht so schnell laufen. Weil dann kann ich nicht so schnell weglaufen. Ich glaube, auf dem Friedhof gibt es Kochtöpfe, Inka. Ich glaube auch. Du auch, ne? Das sind die Kochtopfgeister, ne? Wie doof, dass der da eben gerade da war und schwuppdiwuppdi ist er weg. Und da will man ihn wirklich bewerfen mit Dreck und dann ist er weg. Und ihnen war es auch scheißegal, dass ich hier rumrandaliert habe. Das Buch, achso, ich wollte gerade sagen, das ist weg, aber da hinten nicht. Mann, der Penner malt hier einfach nicht rein. Was ist das denn für ein Typ, ey? Da kommt er. Das hat was gebracht. Das mochte er nicht so. Salz war eine gute Idee. Salz, 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 Salz. Jetzt müssen wir ihn einen vorlesen hier. Am besten geht das immer mit einem Kruzifix in der Hand. Mach auf. Kann ich noch das Kreuz dabei in der Hand haben? Nee. Okay, dann los. Du, die du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du dort zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren, möge dein Körper wieder zu Staub werden, so sei der Wille des Herrn. So sei der Wille des Herrn. Oh, das hat was gebracht. Er rennt weg. Oh nein, ich glaube, er will uns killen. Wow. Oh Gott. Ist er jetzt exhumiert? Er exorziert? Nein, ist er nicht. Er steht da noch. Ja, dann lass uns da mal hin. Aber das fand er nicht gut, dass ich da vorgelesen habe. Nochmal. Das hat was gebracht tatsächlich. Du, die du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist, möge deine Seele zur Erde zurückkehren, möge dein Körper wieder zu Staub werden, so sei der Wille des Herrn. Möge dein Körper wieder zu Staub werden, so sei der Wille des Herrn. Da kommt er. Du, die diesen Ort hier heimsuchst, tschüss. Boah, der will uns da weg. Das mag er gar nicht. Gibt es noch eine andere Idee, womit wir ihn haben können? Mein Eimer ist ja darauf schon abgegangen, ne? Exorziert ist er nicht, aber er wird noch aggressiver. Du, die diesen Ort hier heimsuchst, im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren, möge dein Körper wieder zu Staub werden,
so sei der Wille des Herren. Du, die diesen Ort heim suchst, im Namen des Fick mich am Arsch, Himmel, Arsch und Zwirn. Der hat uns, jetzt hat er uns. Das ist doch für'n Arsch, oder? Weißt du, das Ganze alles umsonst, ehrlich. Ach, scheiße. Das ist alles für'n Arsch gewesen. Wir haben den so gut wie gehabt, ey. Zwei solche Dinge haben funktioniert. 7 Erfahrungspunkte kriegst du. Gesamterfahrung. 10 Oh Mann. Und dadurch, dass du verreckt bist, haben wir nichts gekriegt. Manchmal ist es aber besser, sich so verpissen, was? Oh, 64 Geld habe ich noch. Warum denn das? Weil ich hier so viel gekauft habe, was? Aber hier steht kein Preis. 10. Oh, Mando. Ach, Kinders. Gesammelte Erfahrung. Level 3 sind wir noch. Wir haben nicht einen einzigen Geist exorziert, ey. Verdammte Scheiße. Diese Kamera hätte ich gerne, glaub mal. Ja, Kinder, das war's auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.